Wir wollen neben der Diskussion im Austausch über neue Ideen für die Linke auch über unsere Kampagne Menschen vor Profite, Pflege, Notstand stoppen sprechen, mit der wir am 12. Mai beginnen wollen. Und wir versuchen Menschen, weil wir sind ja alle Patienten, wir sind alle betroffen vom Pflegenotstand und diese Gruppen zusammenzubringen, einen organisierenden Ansatz vor Ort zu haben und auch wirklich zu merken, dass sich die Lebensrealität der Menschen dadurch verändern kann. Das ist Motivation für uns alle. Und natürlich auch, ja, man sieht ja die Leute oder man spricht mit denen Personal, dass sie alle überlastet sind, sie schieben, machen Überstunden ohne Ende. Viele davon werden einfach gestrichen, die Dokumentationspflicht wird immer stärker. Das ist halt einfach, es wird so bürokratisch, dass das Menschliche verloren geht irgendwie. Die Pflegefachkräfte sind so unter Druck gesetzt mit der Arbeitskonzentration und auch der vielen bürokratischen Sachen, dass sie die wirkliche Pflege gar nicht mehr ausführen können. Also wir pflegen nicht mehr, wir kümmern uns nicht mehr, wir rennen nur noch und versuchen halt wirklich die Arbeit einigermaßen hinzubekommen und man geht total unbefriedigt, kaputt und erledigt nach Hause. Und hat das Gefühl, man hat überhaupt nichts richtig gemacht. Und deswegen freue ich mich auf die Kampagne, weil da können wir wirklich Leute gezielt ansprechen. Die Schwestern, das sage ich eigentlich schon, seitdem ich bei der Linken bin, wir müssen an die Schwestern ran, habe ich immer gesagt. Wir werden die anderen Parteien zwingen, Zugeständnisse zu machen. Den Pflegekräften muss es nach unserer Kampagne besser gehen. Und ich bin überzeugt, da werden wir auch Erfolg haben. Von daher hoffe ich, dass diese Kampagne dazu beiträgt, dass viele Mitglieder darüber aktiviert werden, dass wir viele, viele spannende, bunte Aktionen haben mit kreativen, transparenten. Ich muss sagen, fast alle Aktionen, die wir im Zusammenhang mit der Pflegekampagne gemacht haben, sind total durchgestartet. Also selten wurden mir wirklich Flyer mehr oder weniger aus der Hand gerissen. Und was ich gut finde, und das unterstützen wir auch vom Land und aus den größeren Kreisverbänden in den Städten, dass wir unsere Genossinnen und Genossen auf dem Land stärker unterstützen, damit sie diese Kämpfe führen können vor Ort. Denn die Kreiskrankenhäuser, gerade in der ländlichen Fläche, sind unter Beschuss. Und gerade da müssen wir die Krankenhausstrukturen aufrechterhalten. Allein schon die Erfahrung, sich für dieses Ziel einzusetzen und die Solidarität untereinander zu spüren, das ist, glaube ich, das, was auch ein großer Gewinn von der Kampagne ist. Dass wir über die alten Verhaltensstrukturen und Muster der Parteiarbeit ein bisschen hinausdenken, dass wir viel mehr in den direkten Kontakt und den Dialog mit den Menschen auf der Straße sozusagen oder in den Vierteln auch kommen. Immer auf die Leute zugehen, offen sein für Diskussionen und auch die Leute einfach mal machen lassen. Das stimmt, das muss prägnant und kurz sein. Und da habe ich wirklich viele positive, kurze Gespräche führen können, weil die dann ja weiterarbeiten mussten. An der Klinik hatte ich eben ganz tolle Momente, wo ich dann mit Pflegerinnen und Pflegern auch über ganz andere Themen diskutieren konnte. Ja, da ist auf einmal Raum, eben wirklich auch über Politik zu reden. Und macht immer noch total Spaß. Bei allen Konflikten, die wir haben, ist das immer noch das schönste Gefühl, gemeinsam mit Genossinnen und Genossen was auf die Beine zu stellen. Selbst die Taz hat inzwischen erkannt, wer heute jung ist und die Welt verändern will, der sieht in der Linken die erste Antwort.